Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen hier im Eisgebiet von The Legend of Zelda, also beispielsweise im Wassergebiet von Legend of Zelda Breath of the Wild, wo wir hier sind im Land der Zoras vor Elfantos Gigantos, wo wir heute Mifas Erinnerungen durchblättern. Das heißt wohl, wir stellen uns dem Wasserfluch. Ja, ich weiß, vielleicht... Nee, ich glaube, ihr fangt sowieso mit Revali an, weil ich den Part als erstes raushau, aber jo. Wir müssen halt gegen jeden Fluch antreten. Das wird unschön. Demjenigen, der diesen Titan betritt, biete ich im Namen der Göttin Hylia eine Prüfung an. Wieder derselbe Ort, stell dich im Austausch für die Zeichen von Ruta deinen Erinnerungen. Okay. Alle drei nehmen. Hier hast du. Hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil sie in deinen Erinnerungen stattfindet. Ist der Ort der Illusion, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Dein Gegner hier entspringt der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Das heißt, dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutze nur die dir gegebene Ausrüstung und siege. Und was haben wir?
Sarus Schirm ist jetzt einsatzbereit. Rosa Zorn ist bereit, entfesselt zu werden.
Sieh an, selbst wenn unsere Ziele andere sind, gehen wir den gleichen Weg, obwohl ich natürlich lieber fliegen als zugehen. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist und die Geschichten über den Recken der Zoras Mifa gehört habe, dann möchte ich ihr ein anderes Denkmal setzen, als ich es dem unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Da möchte ich Zeit in der Nähe des Titan Varuta verbringen, der von Mifa gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Mifa, einer der Recken aus vergangenen Zeiten. Höret die Geschichte derjenigen, die Rutas Lenker ward, bevor sie folgte dem Reckenpfad. Mifa, die Zora fährt über sie, traf die Prinzessin Wasserfall, so wie ich nun berichte. Was ich noch fragen wollte, wer sind die anderen vier, die auserwählt worden sind? Der Goronenheld Darok, der Orni-Krieger Revali, die Königin der Gerudo Obosa und dann noch der Ritter mit dem heiligen Bannschwert. Oh. Link. Ah. Sidon, beeil dich und komm hoch zu mir. Mifa, ist Sidon nicht noch zu jung? Um Wasserfälle hochzuschwimmen, meine ich. Das stimmt, aber ich muss bald weg und Ruta steuern. Zu, Sidon. Falls mir etwas passieren sollte, dann kommt's auf dich an. Dann bist du es, der unser Dorf beschützen muss. Versprichst du mir das? Also, der Wasserfall. Willst du es dann vielleicht mal allein versuchen? Man sagt, dass sie eine sehr gütige Prinzessin war, doch gelegentlich hat sie wohl auch streng sein können. Wie findest du die Ballade von Mifa? Ich wollte zeigen, wie entschlossen Mifa war. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Mir ist noch nicht alles klar, aber ich verstehe immer mehr, wie die fehlenden Verse aussehen sollten. Oh Mann, teilweise ist mir... Du bist so stark geworden. Viel stärker als vorher. Ah ja. Mifas Gebet sollte nun noch hilfreicher sein. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser Stärke Hyrule retten kannst und die Prinzessin, die dich im Schloss erwartet. Oh yeah. Mifas Gebet. Die Kraft lässt sich nun schneller wieder aufladen. Yo. Und das war's mit Rutas Wassergeist-Ballade. Also besser gesagt, Mifas Ballade mit Ruta. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch
Revali. Moment mal. So habe ich das Ding aber nicht aufgenommen, aber gut. Ja, stimmt. Nur noch Revali und dann haben wir noch irgendeine fünfte Erinnerung. Ja, ich habe die anderen schon gemacht, wie man sieht. Was ist Mipha? Mipha ist die Teil 3. Ja, gut. Cool. Dann kommt dann nur. Ja, dann sind wir komplett durch. Ultra cool, das heißt, wir sehen uns. Obwohl ich die Folge wahrscheinlich zusammenschnipseln werde, jetzt, die ich gerade hier mit Mipha gemacht habe. Weil ich etwa 2 bis 3 Mal gestorben bin bei diesem Wassergeist. Deswegen, ja. Ja, man hat einfach zu wenig Materialien, aber ihr habt jetzt gesehen im Endeffekt, wie man es macht, ne? Also, ziemlich easy, das Ganze, wenn man weiß wie. Aber man braucht halt. Bosas Zorn. Anders geht's nicht. Oh Gott, ich hab noch hier kalt. Oh Mann, 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 Mann. So. Ja. Cool, ne? Bis zum nächsten Mal. Tödlü.